Camtasia Animationen. Mein Name ist Pirmin Lehner. Hier ist die Vorschau meines Films und wenn ich jetzt am Mausrad drehe, dann wird einfach die Ansicht auf dem Bildschirm größer oder kleiner. Wenn ich aber dazu die Ctrl-Taste gedrückt halte, dann wird die Show vergrößert und hier nur dieser weiße Ausschnitt ist nachher sichtbar. Ich stelle nun das wieder richtig hin. Das heißt, jetzt wäre alles ein bisschen vergrößert. Ich habe das einfach so am Anfang schon eingestellt, aber das ist nicht genau das, was ich will. Ich mache mit Ctrl und Mausrad das wieder zurück und Sie sehen Hilfslinien. Sobald das wieder sauber eingepasst ist, dann hilft mir Camtasia, dass ich weiß, jetzt stimmt es wieder genau auf dem ganzen Bildschirm. Ich gehe hier zu Animationen. Bei Animationen wechsle ich auf Animationen und nehme nun eine benutzerdefinierte Animation, trage diese hier auf meinen Clip und ich sehe hier bereits diesen grünen Pfeil und die Nadel ist ans Ende gehüpft, genau zu diesem roten Punkt. Das heißt, am Anfang kann ich hier oben bestimmen, wie etwas zu Beginn aussieht und nach dieser Nadel kann ich bestimmen, wie es nachher aussehen soll. Also jetzt steht ja die Abspielnadel nach diesem roten Punkt und ich verkleinere nun mal die Ansicht hier auf dem Bildschirm. Das heißt, jetzt würde die Animation so ablaufen, vom Großen zum Kleinen. Ich füge eine zweite Animation hinzu. Man kann auch Animationen kopieren. Ich klicke auf diese Animation, drücke Ctrl-C und wieder Ctrl-V und schon habe ich die zweite Animation. Natürlich ist das genau dasselbe wie vorhin, nämlich vom kleinen Bild zum kleinen Bild. Aber ich stelle hier die Abspielnadel wieder nach dieser Animation hin und trage nun das in die untere rechte Ecke. Das heißt, jetzt wird das Bild zuerst klein und nach der ersten Animation saust es noch in die untere rechte Ecke. Wie lange diese Animation dauert, das kann ich hier bestimmen, indem ich an diesem roten Punkt oder dann eben an diesem weißen Punkt zupfe und somit die Dauer dieser Animation bestimme. Ich möchte nun noch einen Pfeil animieren. Das heißt, ich füge zuerst einen Pfeil ein. Hier bei Anmerkungen nehme ich hier diesen Pfeil. Ich trage den auf die Show. Dieses sogenannte Callout erscheint gerade hier. Und in diese Show füge ich nun eine Animation. Also fahre ich wieder zu Animation. Bei Animation hole ich wieder die benutzerdefinierte Animation, trage diese hier aufs Callout. Ich bestimme, wann es sich ändern soll. Hier zu Beginn ist es immer noch, wie ich das vorhin geplant habe. Aber am Schluss der Animation, ich stelle hier die Nadel rechts von diesem roten Punkt hin, dann soll dieser Pfeil ganz anders aussehen. Also ich kann jetzt einfach diese Abspielnadel hier hinstellen. Ich zupfe an diesem Pfeil, drehe diesen Pfeil auch noch. Ich mache ihn auch noch ein bisschen schlanker und stelle das irgendwie hier in die Ecke. Das ist das Ziel. Also ich muss nur den Anfang definieren und das Ziel. Und wenn ich jetzt das abspiele, dann bewegt sich dieser Pfeil automatisch dort an den unteren Bildrand. Meistens nutzt man ja Zoom und Schwenk, aber völlig anders. Ich hätte nämlich gerne hier das Detail angezeigt. Also ich stelle mal hier die Nadel hin, sage Animation hinzufügen, ich nehme eine benutzerdefinierte Animation hier und ich bestimme, weil ich jetzt bereits schon am Ziel bin hier unten, wie es denn nachher aussehen soll. Ich drücke die Ctrl-Taste, drehe am Mausrad und zupfe nun diesen Ausschnitt hier genau in die obere linke Ecke. Also, ich schaue mir das einmal an, wie das dann aussieht. Das ist erstens der Zoom und nachher möchte ich ja noch einen Schwenk, denn ich füge hier da einen Kommentar ein und
der Kommentar ist ja jetzt hier hinten außerhalb des Bildschirms. Also müsste ich hier wieder zurückzoomen. Ich nehme diese Animation Ctrl-C und Ctrl-V. Sie erscheint hier wieder. Die Nadel steht gerade bei der Nase. Also ich bestimme hier, wie es dann aussehen soll nach der Nase. Und ich verschiebe den Ausschnitt nach rechts. Das heißt, das hier gibt dann einen Schwenker. Ich schaue mir das einmal an. Perfekt. Das war's.